Einen wunderschönen guten Morgen. Mittagessen im Krankenhaus. Was gibt es heute? Es gibt Salat, Tomate, Mozzarella, gemischten Salat und ein bisschen Schokolade. Hallo ihr Lieben, Food Diary Zeit, Sonntag 9 Uhr, es gibt wieder ein neues Essenstagebuch von mir. Wieder 7 Tage lang Inspiration für euch oder auch nicht oder Unterhaltung für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo auch. Und wenn du irgendeine Frage an mich hast, dann stell sie gerne unten in die Kommentare, denn an jedem Ende von dem Food Diary beantworte ich eine Frage von euch. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und bis gleich. Viel Spaß beim Anschauen. Einen wunderschönen guten Morgen. Sorry, Leute. Nicht mal mehr das Handy kann ich halten. Ich habe mir jetzt einmal, ja, 2 Tage vor der Geburt, da geht halt nichts mehr. Ich habe mir einmal, ja, das ist Food Diary, bis das online kommt, ist die Amelie schon lange auf der Welt. So, kann ich jetzt mal reden? Der kann immer nur dazwischen quatschen, Leute. Zweimal Spiegelei habe ich mir gedacht, ich habe da irgendwie voll Lust drauf. Zweimal Toast habe ich mir getoastet, Butter habe ich geholt und Nuss-Nougat-Ding. Keine Ahnung, in welcher Kombination ich das jetzt gleich esse, aber ich habe da jetzt irgendwie so Bock drauf. Wir haben es 9:11 Uhr und übrigens ist heute zwar Sonntag und wir frühstücken nicht zusammen, aber die Mädels waren heute schon selber voll selbstständig und haben sich schon Brote und alles geschmiert und mein Mann bevorzugt, glaube ich, heute nur Kaffee. Keine Ahnung, ist vielleicht auf Diät, ich nicht. Wir haben es 9:11 Uhr. Ich habe mir gerade ein Schokobrötchen geholt und wir haben es 11:30 Uhr. 11:30 Uhr, ja. Mittagessenszeit bei uns. Ich habe mir das jetzt von gestern warm gemacht. Das hat ja irgendwie keinem so richtig geschmeckt. Und habe auch schon gerade Wurst von meinem Mann geklaut. Der isst irgendwas Ekliges, Fischiges. Die Kinder essen dieses Resteessen von vor 2 Tagen, einem Tag. Vor 2 Tagen, nicht Vor einen zwei Tag. Tagen, gell? Ja. Und ja, also Reste essen jetzt erstmal Mittag. Am Abend kochen wir dann wieder frisch. Wir haben es 12:53 Uhr. Ich habe mir jetzt ein Colorado als Nachtisch noch geholt. Warum ist das so unscharf? Wir haben es 13:10 Uhr. So, wir haben. Wer heißt wir? Ich habe Apfelpfannkuchen im Wasser. Und da die nicht jeder mag, die Apfelpfannkuchen, habe ich nebendran noch Pancakes gemacht. Weil eigentlich nur ich und die Bella mögen Apfelpfannkuchen. Die Luana und der Papa, die mögen das nicht mit dem Apfel da drin. Aber wir finden das voll lecker. Ja, und das essen wir jetzt. Wir haben es 15:54 Uhr, also so ein Nachmittagssnack. Mit einem leckeren Kaber. Was ist denn da? Was schwimmt denn da so komisches Das drin? ist nur. Leben. Bella, was hast du für eine Milch genommen? Naja, auf jeden Fall gehe ich einen Kaber mal schauen, ob das noch okay ist mit der Milch. 15:54 Uhr. Ich habe mir gerade eine große Schüssel Salat gemacht, weil ich so Lust drauf hatte. Erst habe ich den Kühlschrank wieder zugemacht, weil ich mir dachte, ah nee, ich habe keine Lust mehr, einen zu schnippeln. Habe was anderes suchen wollen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich will jetzt einen Salat. Wir haben es 18:36 Uhr. Und wir wollen uns ja nicht zu gesund ernähren, ne, mit dem Salat. Deswegen hinterher gleich Milky Way, Mars und Twix. Wir haben es 18:49 Uhr. Ich habe mir jetzt so ein Stück Leona-Wurst, so die russische Leona-Wurst aufgeschnitten. Wir haben es 7:45 Uhr. Ich weiß nicht, was ich mir gerade gedacht habe, aber ob mir das kleine Ding reicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt gleich 2 Minuten später noch ein Stück abgeschnitten. Ich habe mir jetzt ein paar Semiçki, Sonnenblumenkerne gesalzen geholt und eine Schüssel für den Abfall. Werde nicht viele davon essen, weil da kriegt man immer so, kennt ihr das, da brennt dann der Mund vor dem ganzen Salz, aber schmeckt voll lecker. Ohne Salz schmecken sie wiederum nicht, finde ich. 21:22 Uhr haben wir es. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute voll Lust auf Tomate Gurke. Da ist Butter unten drunter und Tomaten Gurken eben getoastet. Und noch eins und als Abschluss ein Nuss-Nougat-Creme-Brot. Ja, alle sind getoastet und ich habe da mega Bock drauf. Wir haben es 9:36 Uhr. Ich habe mir jetzt gerade einen Twix noch geholt. Wir haben es 10:23 Uhr. Ich habe mir jetzt nochmal einen Twix geholt. Wir haben es 10:55 Uhr. Ich habe mir einmal Pommes mit Currywurst gemacht. Ich habe da voll Bock drauf. Wir haben es 16:54 Uhr. Ich habe ja nicht so oft Currywurst mehr gegessen, weil ich immer Sodbrennen davon gekriegt habe. Aber da ich eigentlich nonstop immer Sodbrennen kriege und nonstop und heute eh der letzte Tag ist, wo ich schwanger bin, egal. So, als Nachtisch gönne ich mir eine Wassermelone, weil ich habe ja auch gesagt, Sodbrennen lässt grüßen sofort nach der Currywurst. Ich weiß es und tue es trotzdem. Wie dumm kann man eigentlich sein, gell? Egal. Deswegen hinterher gleich eine Wassermelone, dann geht's wieder. 17:36 Uhr. Ich habe mir jetzt gerade noch Sandwich Maker Toast gemacht. Ich nenne das immer so komisch, gell? Wir haben es 20:36 Uhr.
So, jetzt noch ein Twix und dann gehe ich baden und ich glaube, das ist dann mein letztes Essen. Oh mein Gott. Und dann kann ich erst wieder essen, wenn die Amelie morgen irgendwann kommt. Wer weiß. Um 9.55 Uhr ist OP-Termin, aber ich glaube ja nicht, dass wir so früh drankommen. Und um 7 Uhr müssen wir schon im Krankenhaus sein. Oh Leute, ich glaube, ich werde morgen verhungern. Naja, deswegen noch das Twix schön genießen. Vielleicht soll ich lieber noch was essen. 21.02 Uhr. Ich habe mir jetzt nochmal zwei bringen lassen, weil Twix gehören immer zusammen, ne? Kann man nicht einen einzeln essen. Das arme Papier da. Deswegen nochmal zwei und wir haben es 2 Minuten später, wie gerade eben. Guten Morgen. Kann ich guten Morgen sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin im Krankenhaus. Heute wurde ja meine Tochter geboren. Und ja, das kriege ich hier zu essen. Oh, da ist eine Suppe drin. Und hier ein Schokokuchen. Das ist das Beste, glaube ich. Denn hier ist irgendwas Komisches, Vegetarisches. Wir haben es, ich kann die Uhr irgendwie nicht so gut lesen. Schatz, kannst du das mal lesen? Bei mir flimmert irgendwie alles. 13 Uhr oder wie viel Uhr haben wir es denn? Nee. Kurz vor zwei. Abendessen hier im Krankenhaus. Es gibt einmal Käse, komische Kräuterwurst, ein bisschen Salat, Karotte. Eigentlich nur geriebene Karotte. Ja, esse ja schon. Ich habe so Hunger gehabt. Brot, so Vollkornbrot mit Butter habe ich mir jetzt gemacht und Wurst. Keine Ahnung, den Käse esse ich vielleicht einzeln. Und einen Tee gibt es ja auch noch. Okay, ich glaube, ich bleibe beim Wasser. Wir haben 16.51 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt wieder das Brot von gestern. Eine Scheibe Käse, eine Scheibe Bierschinken, Erdbeer, Marmelade und Butter. Und was haben wir heute für einen Tee? Früchtetee. Wir haben es 7.16 Uhr. So, Mittagessenszeit. Es gibt hier einmal Reis. Wie heißt es? Reis mit Gemüse. Und dann noch eine Cremesuppe. Schaut auch wie aus mit Gemüse. Und das Beste, Pudding, Schoko. Aber auch noch Zucker reduziert. Aber egal. Wir haben es Punkt 12 Uhr. Endlich mal was Gescheites hier im Krankenhaus. Mein Mann hat mir, ich habe gesagt, er soll einen Twix und einen Milky Way mitbringen. Ja, mein Mann kennt mich halt besser. Er hat mir eine bunt gemischte Tüte mitgebracht. Ich probiere jetzt mal bunt gemischt ein bisschen was. Wir haben es 14.55 Uhr. Das Essen wird hier immer besser. Wieder zwei Scheiben Brot, Käse, was ist das? Essiggurke, Butter und Tee. Oh Gott, ich freue mich auf zu Hause. 17.04 Uhr. So langsam ist nicht mehr viel übrig, aber Gott sei Dank hat mir mein Mann das gebracht, weil das Essen war jetzt nicht so der Burner. Ja, da werde ich jetzt noch ein bisschen rumnaschen. Wir haben 17.19 Uhr. Ich habe sogar den puren Käse aufgegessen, weil es einfach wenig war. Ja, also, ach Katastrophe. Wollen die mich auf Diät setzen oder was? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe diesmal zwei Semmeln bestellt. Ja, und der Rest ist eine Katastrophe immer wieder. Kirschjoghurt, ich hasse Kirsche. Komische Wurst, ganz komisch sieht die aus. Sauerkirsche, Aprikosenmarmelade, kommt die nicht Erdbeer? Zwei Butters, okay, es werden Buttersemmeln und ein Tee. Ja, wir haben 7.25 Uhr, bin ich froh, wenn ich wieder zu Hause bin und normales Essen kriege. Die zwei Semmeln sind lecker, ja, aber der Rest ist schon wieder so, wo ich mir denke, also, zwei Semmeln und das als Belag und dann mag ich ja, ja, ich beschwere mich schon nicht mehr. Ich habe hier in meiner Geheimschublade noch ein Snickers und ein Twix und das werde ich jetzt essen um 9.12 Uhr. Mittagessen im Krankenhaus, was gibt es heute? Es gibt heute, ich lese vor, Tomatensuppe, lecker. Auch das sieht heute viel besser aus. Spätzle mit Wurzelgemüse und Putengulasch. Und als Nachtisch, wieso habe ich so einen blöden Apfel als Nachtisch? Ich dachte, da kriege ich einen Kuchen oder so. Naja, dann habe ich einen Apfel als Nachtisch. Ich glaube, da stand ein Donut auch drauf. Aber, naja, ich nehme auch den Apfel. Ach, ich gehe heute wahrscheinlich nach Hause. Wir haben es 11.37 Uhr. Abendessenszeit bei uns und ich zeige euch nur noch die Reste, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich mal wieder was Gescheites zum Essen gibt. Wir sind zu Hause. Unsere kleine Amelie ist zu Hause. Schaut doch mal. Man sieht sie gar nicht. Ja,
Gurken mit Schafskäse gibt und ein bisschen anders wie sonst. Kartoffelnudeln mit Hackfleisch, sonst kommt immer Wurst. Ich finde es mit Wurst besser, aber trotzdem allemal tausendmal besser wie im Krankenhaus. Wir haben 17.17 Uhr. Oh, jetzt habe ich endlich meine Süßigkeiten-Schublade und ich kriege keinen Sodbrennen. Leute, ich habe noch eine Viertel Wassermelone im Kühlschrank. Also ich weiß nicht, ob ich die noch essen werde. Wir haben 17.31 Uhr, es ist so schön. Ach, zu essen ohne Sodbrennen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wahnsinn, wir haben es 5.10 Uhr und um 7 Uhr habe ich mir schon gedacht, ich habe Hunger. Ja, mit Baby ist ein bisschen anders, dauert alles ein bisschen länger, jetzt war gerade noch die Hebamme da. Aber läuft, 9.56 Uhr kam es, ich habe mir jetzt ein Cappuccino und ein Salamibrot gemacht mit Butter. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen, einmal Kartoffelsalat, Tomate, Mozzarella, gemischten Salat und ein bisschen, schaut wohl verbrannt aus, so schlimm sieht es gar nicht aus, Bauchspeck. Dann ist Fleisch gebrannt runter. Der Grill. 14.36 Uhr. Ich esse gerade hier so die Pringles von meinem Mann und der flippt gerade schon halb aus. Aber er hat mir keine mitgebracht. 15.02 Uhr, selber schuld, dann esse ich seine. Ich habe mir einen Nusspli geholt und einen Milky Way. Übrigens schmecken die wirklich voll lecker. Die müsst ihr mal probieren, wenn ihr die findet. Ich weiß aber gar nicht, es ist ein bisschen wie, wie so ein Knoppersriegel schmeckt der. Also hat was auf jeden Fall. Aber das sind doch früher diese Waffeldinger gewesen, glaube ich, oder? Nusspli. Nusspli ist diese Nutella. Ist doch der Nutella. Ach, Nusspli, Nutella. Ich habe mir doch diese gedacht. Die Firma hat das. Ich habe nämlich gestern im Baumarkt genommen. Okay. 15.40 Uhr haben wir es. Abendessenszeit bei uns gibt es Leberwurstbrot mit Essiggurken und Brotzeit halt, ne? Was so vor allem leckeren Speck. Da nasche ich schon die ganze Zeit von meinem Mann. Und wir haben es 18.37 Uhr. Ich habe mir jetzt so einen Monte-Nachmacher geholt. Wir haben es 19.23 Uhr. Ich habe mir jetzt so ein paar Salzstangen geholt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Lust auf irgendwas zum Knabbern, aber nicht so großen Hunger. Kennt ihr sowas? Deswegen glaube ich, sind Salzstangen perfekt. 19.38 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir ein Leberwurstbrot gemacht mit Essiggurken und Butter und mein Cappuccino kocht gerade noch das Wasser. Wir haben es 10.23 Uhr. Voll schrumm. Ich habe mir zwei Mars und ein Milky Way gerade geschnappt. Wir haben es 11.42 Uhr. Abendessenszeit bei uns. Wir haben hier richtig aufgetischt, allerhand, was wir so im Kühlschrank noch gefunden haben. Heute ist ja Samstag und am Montag müssen wir einkaufen, also haben wir alles noch rauskauen. Brezeln haben wir aufbacken, Semmeln haben wir aufbacken, ein bisschen Wurstsalat haben wir gemacht. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben es 18.03 Uhr. Als Nachtisch habe ich mir jetzt noch einen Magnum. Nein, das ist die Nachmache. Billigeis, Magnum-Eis genommen. Ach, ihr wisst schon Bescheid. Mandeleis, so heißt es. Wir haben es 19.10 Uhr. Ich habe mir einmal Papas Pringles geholt, die eigentlich schon fast leer sind. Ich kaufe ihn vielleicht mal neue, wenn die wieder im Angebot sind. Und einmal ein Mars. Wir haben es 19.36 Uhr. Ich habe mir jetzt einen Mars geschnappt und einmal Haribos. Wir haben es 20.02 Uhr. Ich habe mir jetzt noch den Wurstsalat, der wo ein bisschen übrig geblieben ist, von heute im Abendessen geholt. Wir haben es 22.26 Uhr. Ich habe mir jetzt die... Ich habe so eine Gummibärpackung gemacht, da wo ich immer alle Gummibären reinschmeiße. Und danach stehe ich jetzt so ein paar raus, vor allem die Erdbeeren. Jetzt kriege ich ja keine Sodbrennen mehr. Jetzt kann ich die endlich wieder essen. Wir haben es 22.34 Uhr. Ihr Lieben, es kommen keine richtigen Fragen mehr. Was ist los? Es kam eine Frage von der Martina Zippel-Ritz. Wie funktioniert das mit der Degusta-Box? Die Degusta-Box ist eine Essensbox, die kommt jeden Monat zu dir, kostet um die 15 Euro. Und da sind halt immer Neuheiten drin, immer irgendwas Neues. Schau gerne mal meine Degusta-Food-Unboxing-Hauls mal an. Jeden Monat mache ich das. Da erkläre ich zwar nicht, wie es funktioniert, aber es ist halt ein Abo, ne? Wisst ihr Bescheid? Die Frage kam und dann kam von der Silvia Cook eine Frage, was ist Amerika-Essen? Weiß ich jetzt auch nicht, auf was es bezogen ist, deswegen... Das waren die einzigen zwei Fragen unter dem letzten Food Diary, Leute. Also irgendwie muss ich mir jetzt bald was Neues wahrscheinlich ausdenken, denn ich weiß nicht, was Amerika-Essen ist, also ich weiß nicht, was ihr damit meint. Und das mit der Degusta-Box ist wahrscheinlich auch jetzt keine so megamäßig interessante Frage, wo ich da beantwortet habe. Ja, ihr Lieben... Ich muss mir was Neues ausdenken für das Ende. Oder halt das Ende weglassen oder gibt mir mal Vorschläge. Was soll ich an dem Ende machen? Oder einfach das Ende machen, tschüss und fertig.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!